und werde gleich mit dem Herrn Antonitsch weitermachen. So, die Verbindung wird aufgebaut. Oh. Perfekt. Grüß dich, Alex. Servus. Danke für die Geduld und danke für. Verstehst du mich? Ich verstehe dich Hörst du super. mich? Ich sehe dich auch super. Perfekt. Perfekt. Danke für die Geduld. Danke auch für alle Zuschauer, dass sie jetzt sich wieder eingewählt haben und wieder zuschauen. Leider ist das anscheinend immer um 18 Uhr dieser Instagram-Overflow, weil alle das gerade verwenden. Nick, Deswegen das bist du ist da. komplett egal. Du machst das großartig und den Stargast hast du schon präsentiert gehabt. Also, was willst du mehr? Stimmt. Okay. Vielen Aber ich Dank. habe die Haare heute gemacht und habe mir sogar ein Label angezogen für dich. Ja, Also. perfekt. Also ich habe mir sogar die Haare, ich habe vergessen, sie zu föhnen, sind noch ein bisschen zu nass. Föhn habe ich. Ja. Du, ich frage dich gleich einmal das gleiche wie den Tommy. Ab Montag geht es wieder los für Profis. Wie geht's deinen Kids? Dürfen sie beide wieder trainieren? Der Sam ist ja noch in Dornbirn, Okay. jetzt laufen und alles, der war in Quarantäne. Also die dürfen ihr Trockentraining ganz normal absolvieren im Freien, aber Emira darf ab Montag auch wieder trainieren. Also in Österreich ist glaube ich so, alle Spieler mit einem WTA oder ITF dürfen trainieren. Okay, verstehe. Der Status, den ich jetzt erklärt habe. Okay. Ja, das heißt, bei euch zu Hause ist auch dann, ist das jetzt eine Entspannung oder wie schaut das aus? Für mich ist eine Entspannung. Ich war jetzt einmal mitlaufen mit der Mira, regenerativen Lauf. Also mir hat das gereicht nach ein paar Metern, würde ich fast sagen. Ja, ich mache lieber meine eigenen Touren. Wäre für meine Verhältnisse auch fit, aber die Mira kann bald einen Marathon laufen. Ja. Also ich glaube, es ist auch wichtig für die Spieler, dass einfach mal raus können und wieder auf Ja. den Ball aufhauen. Musstest du auch wissen, ja. Ja. Mira schreibt, sie ist ready, ja, zum Spielen. Tischtennis habe ich jetzt in 4 oder 5 Wochen kein einziges Match auf diesem kleinen Dreckstisch da gewonnen. Ja, das nervt auch schon, aber wie gesagt, ich darf ja noch nicht spielen. Es dürfen ja nur Profis. Tennis. Ah, sie schreibt gleich, ich frage nach dem Tischtennis. Oi, oi, oi. Ja. Wir wollen jetzt keine Familienkrisen da auslösen. Deswegen wollte ich dich, also ich sage deswegen sozusagen nochmal vielen Dank auf die Gelegenheit, auch dass ich diesen Quasi-Talk heute übernehmen Jetzt darf, einmal weil auf, ich. Rico. Du machst das nicht, weil wir da einen Gefallen tun wollen, Na, sondern weil du einfach ein cooler, also geiler Typ bist. nämlich, der Gefallen ist insofern cool, weil ich ein bisschen halt meine eigenen Themen natürlich mitnehmen und mitbringen kann. Und deswegen rufe ich auch dich an, weil es auch natürlich um Rollstuhltennis gehen soll. Und da bist vor allem du österreichweit ein großer Förderer, schon ganz, ganz lange. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten, aber du hast oft Rollstuhltennis schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten beworben, hast Events gemacht, hast mit Rollstuhltennisspielern gespielt, sozusagen hast versucht, neue Rollstuhltennisspieler zu akquirieren, hast versucht, Sportler zu Nachwuchssichtung, begeistern. Und wie das klingt. Ja? jetzt wollte ich dich fragen, Nachwuchssichtung am Weißen Hof. ja, genau. Jetzt wollte ich dich fragen, wie war dein erster Kontakt mit der Sportart Rollstuhltennis? Wie bist du dazu gekommen, dass dir das so am Herzen liegt? Ich habe das erste Mal gesehen, da habe ich noch aktiv gespielt, ich glaube in der Wiener Stadthalle und die haben probiert irgendwie, der Bernhard Kühtreiber, den du noch kennst, ein sehr engagierter Funktionär. Und die haben probiert, irgendwie auf den Platz zu kommen. Und was können wir tun und wie können wir da mal für Aufmerksamkeit sorgen? Und mein erster Zugang war eher, weißt du, man schaut nicht so richtig hin, was machen die da jetzt? Okay, Ball zweimal aufbringen lassen. Aber die waren so cool. Und ich habe einen kennengelernt, das hast du noch vor dir, der war Nummer 3 in der Welt. Ne? Ja. Aushängeschild, Martin Legner und auch einer der coolsten Typen überhaupt. Und dann habe ich gesagt, du. Der ist sowas von normal, unter Anführungszeichen, ja. Aber man hat so ein bisschen eine Scheu gehabt, ja. Und ich habe am Anfang dann gesagt, da war das noch das Bank Austria Open, glaube ich, oder Kreditanstalt Open. Und Ja, dann, ich habe einen Wahrnehmung. wir machen einmal so eine Exhibition mit Rollstuhltennis. Und da ist jeder irgendwie so leicht ausgerutscht, ja. Und keiner wollte wirklich so hinschauen und zuschauen. Die Kameras haben sich abgeschalten. Und das war mir richtig unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und dann haben wir halt so entwickelt, dann hat mir der Bernhard angerufen, du, was können wir da machen? Können wir mal so ein Pro-Am machen, Rolli und Geher? Das haben wir dann gemacht. Dann habe ich selber mal probiert, im Rollstuhl zu spielen. Ist weniger Ja. gut gegangen. Ja. Ja.
wie gesagt, das war dann irgendwie richtig cool, weil es einfach coole Typen waren. Also das war, ist mir am Herzen gelegen. Und diese Nachwuchssichtung, da hat es mir am Anfang komplett gekaut. Da habe ich mir gedacht, ja, wie eine Nachwuchssichtung für Rollstuhltennis. Du weißt, das war am Weißen Hof, ein Reha-Zentrum, das Reha-Zentrum in Österreich für solche Verletzungen. Und ich habe am Anfang echt nicht gewusst, ich bin da draufgekommen. Normalerweise bin ich nicht sehr schmähstart, wie man bei uns sagt, aber dort habe ich echt nicht gewusst, was mache ich jetzt, wie rede ich mit den Leuten. Und dann habe ich auch zur Erklärung für die Leute, also du bist sozusagen, um sich das auch vorstellen zu können, du wurdest gefragt als Tennis, als aktiver Tennisprofi, fahr dort in das Krankenhaus, wo lauter Menschen waren, die gerade eine Behinderung bekommen haben. Das heißt, die waren alle seit kurzem aus dem Rollstuhl, also da ist natürlich nicht die beste Stimmung dort. Und du wurdest hingebracht und hast gesagt, so, zeig dir das Tennis. Mach eine gute Stimmung, zeig ihnen das. Der Legner war mit dabei, spielt ein bisschen Exhibition, lass die Leute dann probieren. Und ich habe dort einen Mann kennengelernt, wo ich einfach sage, der ist für mich noch immer Inspiration, sage ich fast. Das ist der Andi Zankl, den du kennst. Ja. Der war dort Therapeut. Und der spielt ja auch selber Basketball im Rollstuhl, obwohl er nicht behindert ist. Ja. Ja. Also der spielt, der hat kein Handicap, gar nichts, der spielt mit. Und der war dann meine Challenge. Zum einen hat er gesagt, nimm die ganz normal, die werden da alle sagen, das ist nett, aber sie gehen in 2-3 Monaten wieder. Von denen hier geht niemand. Ja, aber mach eine gute Stimmung. Das Einzige, wo ich dich enttäuschen muss, die werden nicht zum Tennis kommen, die will ich, die Gurden, die will ich fürs Basketball haben. Ja. Und dann war ich des Öfteren oben. Und das war dann eine richtig coole Geschichte, muss ich echt sagen. Also das ist dann richtig gut gekommen. Und habe dann auch diese Austrian Open besucht, habe mit dem Legner mehr Kontakt gehabt und mit dem Bernie, mit dem Kühltreiber. Und das Austrian Open kennst du auch in Groß-Sickard, da haben wir Exhibition gespielt. Das größte internationale Turnier in Österreich für Rollstuhltennisspieler. Ja, es war ein Riesenturnier und da habe ich meine nächste Inspiration kennengelernt, bevor du gekommen bist, ja. Das war der Amerikaner, ist das, der Nick Taylor. Ne? Erzähl mal über den. Das glaubt man ja gar nicht. Das, eine gute Überleitung gibst du mir da. Es ist nämlich so, dass im Rollstuhltennis, wenn wir jetzt kurz allgemein reden, gibt es drei Bewerbe. Das ist einerseits die Damen, andererseits die Herren. Ilka. Und dann gibt es noch einen dritten Bewerb, das sind sozusagen Rollstuhlfahrer, die auch an den Händen eingeschränkt sind. Die nennen sich Quads. Da gibt es gibt es sozusagen ganz viele verschiedene Behinderungen. Zum Beispiel, wenn du halt so hochgelehnt bist, so den Schläger nicht gescheit halten kannst, wird das angetaped und damit wird er dann spielen. Und da gibt es einen, der hat von Geburt an eine Mehrfachbehinderung, also der kann die Arme ganz eingeschränkt bewegen, die Beine ganz eingeschränkt und sitzt im Elektrorollstuhl. Und mit dieser Behinderung hat er sich gedacht, ich will Tennisprofi werden und hat das auch geschafft. Und das hat der Alex dann eben gesehen und das, wenn man das Ich war mit dem Martin oben, mit dem Martin Legner. Und dann haben wir dort gespielt und ich habe wieder mal probiert, den irgendein Game abzunehmen im Rollstuhl. Was mir nicht gelungen ist, muss ich ehrlich sagen. Und dann sagt er so, und jetzt kommen wir mal mit und schaut er den Typen an. Der kann nicht essen selbst, der wird gefüttert, der Schläger wird an die Hand gebunden, in der anderen hat er den Joystick und spielt sich den Ball mit dem Fuß auf. Ja. Ich hab gedacht, ich sehe nicht richtig. Und spielt normal hin und her. Ich glaube, wir werden dann ein Video auch aufstellen auf Insta und auf Facebook. Also ich hab ehrlich gesagt, Punkt 1, ich habe sowas noch nie gesehen, dass der auch hin und her spielt. Punkt 2, wie komme ich auf die Idee, dass ich wegspielen kann, wenn ich nicht einmal Sub messen kann. Ja, und das macht mich bis heute einfach sehr erstaunt. Und er hat der war sehr, sehr erfolgreich. Der hat Goldmedaille gewonnen bei Olympischen Spielen, also bei Paralympischen Spielen. Also das ist schon, eben wenn man sowas sieht, da sieht man einfach, dass es auch viele Menschen auch begeistern kann. Und da komme ich gleich zu einem nächsten Punkt. Du bist ja nicht nur in der Vergangenheit ein größter Forderer, sondern auch heutzutage ist es so, dass wenn ich dir, zum Beispiel bist du letztes Jahr auf mich zugekommen und hast gemeint, du Nico, machen wir ein bisschen Content für Tennisnet, wo ich sozusagen für euch Videos gemacht habe, die sehr, sehr gut fürs Tennisnet hoffentlich angekommen sind. Da hast du mir das Mühe gegeben. Und hast
bist auf mich zugekommen, 2018 kann ich mich erinnern, haben wir uns getroffen in Kitzbühel in der Players Lounge. Du bist zu mir gekommen und hast gemeint, ja, du, nächstes Jahr spielst du am Center Court und genauso war es. Du hast mir organisiert, dass, also wir haben organisiert, dass da ich mit dem Andi Goldberger und mit Ottmar Striedinger am Center Court direkt vor dem Match vom Tommy, ja, vor voller Hütte Rollstuhltennis zeigen konnte. Das ist heutzutage einfach noch riesengroß. Dein Engagement und einfach auch, man sieht, was man alles erreichen kann und wie das auch in Zukunft, glaube ich, auch massentauglich werden kann. Und jetzt überlegen wir uns gleich gemeinsam da, was sind denn die nächsten Schritte, die wir angehen können? Das habe ich schon gesagt, Nico, weil da wirst du jetzt auch in die Pflicht genommen. Also wir werden ein gemeinsames Turnier machen. Wir werden das einfach aufziehen, entweder Exhibition oder Turnier, da muss ich mich auf die verlassen. Die Videos waren übrigens top, sagt nicht nur der Kasi, sagen etliche andere auch. Beeindruckend waren deine Liegestütze, muss ich auch dazu sagen. Also da habe ich nicht schlecht geschaut. Ja. Nein, aber weißt du, das ist jetzt auch kein Honig ums Beispiel oder sonst was. Du bist auch in dieser Welt, wo ich kenne ja viele junge Tennisspieler, die immer nur jammern und man sucht immer nur Fehler. Ich habe dich noch nie, das wird es auch geben, aber ich habe dich noch nie schlecht aufgelegt. Und das ist einfach so angenehm, die Ausstrahlung, die du hast, die Begeisterung, die du hast. Man möchte einfach, dass du mehr machst, dass man dir mehr hilft. Und ich möchte ja unbedingt einbauen. Und wie gesagt, für Exhibition-Turnier werden wir definitiv zusammenkriegen. Aber da musst du halt die richtigen Leute aussuchen, weil es geht nicht nur ums Tennis spielen im Rollstuhl, sondern man muss auch den Sport präsentieren und auch ein Typ dazu sein. Glaube ich zumindest. Jetzt glauben die Leute, ich habe nur die Leute eingeladen für den heutigen Talk, die mich in den Himmel loben. Ja, aber ich sehe schon unten, da fragen schon die Leute, wie es mit dem Generali Oppenheuer ausschaut. Ja, das wollte ich. Ich habe heute ist die Meldung gekommen, Großveranstaltungen bis Ende. Ja, das war Kultur, Großveranstaltungen. Steht da nicht runter. Also für uns schaut es so aus, dass man jetzt Ende Mai, hoffen wir Anfang Juni, jetzt geheißen bei der ATP einmal, weiß, ob der Termin halten wird. Ja. Ich gehe jetzt einmal positiv, wie ich bin, davon aus, dass wir in Kitzbühel spielen könnten. Ende Juli, Anfang August. Die Frage wird sein, was kriegen wir für Auflagen? Darf dort gar niemand zuschauen? Dürfen ein paar zuschauen? Wer darf überhaupt kommen? Das ist die erste Frage. Und das andere ist, wir wurden von der ATP schon aufgefordert, dass wir sagen, wie lange wir theoretisch spielen könnten. Das ist bei uns bis Mitte September. Weil es natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass zum Beispiel die US-Tour, was man jetzt gehört hat, eventuell nicht stattfindet oder nicht so wie geplant stattfindet. Und dann könnte es sein, dass quasi Sandplatzturniere Ende August, Anfang September, dann eventuell noch die 2000er auf Sand und Paris dann Ende September, Anfang Oktober. Also es gibt leider so viele Pläne, weil es gibt keinen Menschen, glaube ich, auf der Welt, der weiß, was in 2 Monaten ist. Ja, genau. Also das heißt, du hast gemeint, bis Mitte Juni organisiert es so, als würde es ganz normal stattfinden. Und dann ja, nicht ganz, weil wir haben auch extrem viele Szenarien, die wir einfach durchkalkulieren, durchrechnen, was passiert mit weniger Leuten, ohne Leute, was passiert mit theoretisch mit einer Verschiebung, was würde das für uns bedeuten, wann haben wir die Deadline? Das ist, aber das geht ja jetzt mehr und so. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, dass man jetzt ab 1. Mai auch jeder Tennis spielen kann. Und ich bitte wirklich und appelliere fast an alle Tennisspieler und Fans, dass aufhören zu jammern, weil wir vielleicht kein Doppel spielen oder nicht im Clubhaus sitzen dürfen. Ich habe die letzten Tage so viel andere Sportarten gehabt und ich habe selber einen Eishockeyverein, die dürfen gar nichts. Und viele verstehen es auch nicht. Die sagen, ich spiele Badminton oder ich spiele Tischtennis, warum darf ich nicht? Ja? Nur weil es eine Halle ist. Und wir müssen irgendwann einmal sagen, es gibt zurzeit andere und größere Probleme in der Welt und wir müssen dankbar sein, dass wir unter gewissen Auflagen raus dürfen und unser Hobby, unsere Liebe zum Sport zeigen dürfen beim Tennis. Ja, ja natürlich, der Sport ist zurzeit zweitrangig und wahrscheinlich nicht sozusagen überlebensnotwendig, aber einfach Leidenschaft. Und ich finde es schön, wenn uns in dieser außergewöhnlichen Situation unsere Leidenschaft bald wieder einfach ermöglicht wird, glaube ich. Also freuen wir uns lieber darüber, oder? Ja, der Luki darf sein Boccia auch noch nicht spielen. Der Luki ist der Einzige, der nicht so happy ist, dass er wieder trainieren muss. Ja, der kommt gleich nach dir dran. Ich werde ihn gleich als erste Frage das fragen.
Also du, Alex, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Nico, danke. Für die netten Worte natürlich. Und wir haben unseren Plan sozusagen eigentlich ausgeheckt, weil du hast gesagt, Roschel Tennis ist dabei als Turnier bei den Grand Slam Turnieren in Rom, in Rotterdam habe ich gespielt und als nächstes wird Generali der Vorreiter sein. Aber das muss man auch noch einmal sagen, also da können sich die Österreicher, aber auch die Deutschen wahrscheinlich ein Vorbild nehmen, wenn du das siehst beim Australian Open, wie die dabei sind, das ist mittendrin statt nur dabei. Das ist einfach genial. Also da geht das Herz auf. Ja, die haben ein gutes Spiel und deswegen gebe ich Gas, um die Leute auch zu begeistern. Also der Wolfgang muss noch mal richtig antauchen. Ja genau, ab Montag geht es wieder runter. Kannst du ja, gar nicht super. Warten. Super. Okay. Alex, vielen Frage Dank. Frage mal den Luki, wie es ausschaut. Ob er für ein Wolle-Duell schon ready ist mit dem alten Mann. Passt. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt anwählen. Also mal schauen, wie das auf Instagram funktioniert. Du, schönen Tag noch. Okay. Servus. Perfekt. Jetzt werden wir dann nochmal vielen Dank, Alex, für das nette Gespräch und für die vielen Hintergrundinfos, auch was Rollstuhltennis betrifft. Und jetzt werde ich sozusagen den Mann anwählen, den ich vorher anwählen wollte. Und ja, es funktioniert, das ist schon mal wichtig. So, perfekt. Danke Instagram, dass du mich nicht ein zweites Mal hängen lässt. Jetzt steht da unten Warten auf Lukas Miedler. Das haben wir wahrscheinlich die ganze halbe Stunde schon gemacht. Ah, servus! Der Mann, die Konstante von Kasi Live, auf den alle eigentlich immer warten. Ich glaube, du bist der eigentliche Star, dieses Talks. Aber geh, nein, ich kann mich nur gut verkaufen. Also. Wo stehe ich dich gerade? Nein, da bin ich gerade, ne? Ja, ich muss mich entschuldigen. Ich war nicht von Anfang an dabei, ich bin ehrlich, weil ich war noch am Rad. Weil am Montag geht es ja los, ne, mit dem Training. Jetzt habe ich ein bisschen Stress gekriegt und mir gedacht, jetzt muss ich Radfahren gehen. Und habe das hab die Distanz ein bisschen unterschätzt, ne, und war dann am Berg oben und dann runter. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, das schaffe ich nicht mehr bis um 6, ne. Und dann bist du, wie ich dann ready war, hast du schon mit dem Alex geredet. Ich habe mir gedacht, okay, ich hole jetzt einmal Luft und dann bin ich ready. Du hast mir gerade meine erste Frage eigentlich vorweggenommen, weil ich wollte natürlich als erstes, du hast die Frage zwar jeden Tag gestellt bekommen, aber sie ist jeden Tag anders. Heute hat die Gerda gemeint, du musst arbeiten, oder was? Heute auf einmal ja mega Stress. Also ist man die letzten Tage schon immer mehr in die Richtung Sport und Fitness gegangen. Echt? Ich glaube, die Frau Rogers hat gleich das nur noch für dich geschrieben, das Horoskop. Ja, ich glaube es auch. Also es war wirklich so, es war noch alles mit Maß und Ziel. Aber man hat schon wohl mehr tun sollen und jetzt ist es soweit gewesen, wo es geheißen hat, ja okay, quasi Mittler bewegt dich. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Stress gekriegt, ne? Ich habe das ein bisschen unterschätzt, dass das, boah, nach 4 Wochen liegen geht das schon rein, ne? Das Bergfahren, muss man sagen. Also ich wollte dich nämlich eh fragen, was ist eigentlich dein Sternzeichen? Weil wie du jeden Tag gemeint hast, Ruhetag wurde dir verordnet. Ich muss mal selber nachdenken, weil das gibt's ja nicht. Nein, ich bin Zwilling. Ich bin der letzte Zwilling. 21. Juni. Okay. Ja. Also ab jetzt werde ich jeden Tag aufchecken für dich und dir dann schreiben, wie dein Horoskop war und dass du nicht nur Ruhetage reinlegen solltest vielleicht. Naja, das ist ja eine Auslegungssache auch. Ne? Das kann man sich ja selber richten auch. Also. Wenn da steht, man soll es nicht übertreiben, das kann man ja auslegen, wie man es will. Ne? Also manche gehen halt dann nur 30 Kilometer laufen. Ich gehe halt gar keinen. Ne? Also. Das ist der Unterschied. Ja, na, aber ernsthaft jetzt, sozusagen Montag geht's los. Du wirst wahrscheinlich auch Montag schon wieder starten. Ist bei euch sozusagen, bist du denn mit Pascal unterwegs ab Montag? Oder wie habt ihr schon gehört, wie das Training ausschauen wird? Ja, das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Also, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da alles dahinter steckt. Das war ja bekannt schon, dass nur ETP-WTA-Spieler oder Spielerinnen halt spielen dürfen. Jetzt war heute wieder auf einmal, man darf nur einen Trainingsort angeben, wo man trainiert. Okay. Und man kann jetzt vielleicht noch einen zweiten angeben, das weiß ich jetzt gar nicht, was dabei rausgekommen ist. Und ich bin ja trainerlos momentan. Also seit ein paar Wochen schon. Und gute Recherche hat er lang mal wieder betrieben. Ja, ja, nein, das sag ich nicht ganz so. Ich habe es nicht so offiziell gemacht. Also, aber ich bin seit ein paar Wochen trainerlos. Okay. Und das ist auch das Problem. Also man darf nur mit einem offiziellen Trainer, also trainieren eigentlich. Okay.
Und jetzt, ja, weiß ich nicht, vielleicht aktiviere ich im PSG noch einmal. Okay. Aber ich weiß eigentlich noch gar nicht genau, wie das genau ausschaut. Mit Trainer jetzt in dem Sinn. Also Spieler ist klar, alles was ETP hat oder WTA-Ranking hat, aber Trainer ist noch ein bisschen offen, glaube ich. Okay. Und ja. was auch noch offen ist, ist das mit der Halle. Weil ich habe gesagt, was ist, wenn es regnet? Es ist noch nicht sicher, ob wir in der Halle auch spielen dürfen oder nicht. Das ist auch noch nicht geklärt. Ich meine, wir haben eh erst Freitag, also von dem her kein Stress. Ja, ja das, du musst sagen, also da wollte ich dich auch noch drauf ansprechen, weil also bei mir, ich kann dir von meiner Erfahrung sagen, dass ich jetzt in der Pause gemerkt habe, was für einen Druck ich mir eigentlich davor gemacht habe, weil ich hatte jetzt nicht die beste Phase, bevor sozusagen die Quarantäne begonnen hat. Ich habe gesagt, nein, meine war wohl klasse. Ja, ich wollte es dir nicht sagen, aber ich habe gedacht, du hast jetzt nicht die beste Phase deines Lebens vielleicht. Hast du jetzt die Pause irgendwie gut nutzen können, im Sinne von einmal wirklich den Kopf freizukriegen und einmal weit weg vom Tennis zu sein? Glaubst du, hat dir das einmal geholfen, um jetzt wieder komplett durchstarten zu können? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich, also ich habe genau in der Woche, wo abgebrochen ist, mein erstes Match heuer gewonnen. Also ich gehe zumindest nicht mit 0 Siege ins Jahresende. Und ja, weißt du, natürlich als Sportler, du zweifelst dran, du suchst, weißt du, vor allem am Saisonanfang, du kommst aus der Vorbereitung, es funktioniert aber nicht. Und weißt du, ich meine, die wollen nicht sagen, sobald es zum Denken anfängst, ist eigentlich alles verloren. Ja. Und das ist natürlich das Problem jetzt gewesen. Und ich hab ehrlich gesagt, dann ist jetzt bei mir auch noch das mit der Trainersache dazukommen, wo es vielleicht auch ein bisschen außerhalb vom Platz zu viel denkst. Und dann machst du natürlich extrem viele Gedanken, was machst du jetzt in den nächsten Wochen, wie geht's weiter, wohin fahrst, wo trainierst. Und ich muss sagen, ich war ziemlich angespannt, also wirklich, weil Plan habe ich nicht wirklich gehabt. Und jetzt habe ich eigentlich einmal ein paar Wochen, wie du gesagt hast, gehabt, einmal richtig abzuschalten. Und ich muss sagen, jetzt bin ich auf jeden Fall entspannter als davor. Egal, wie es jetzt weitergeht, ob es jetzt in 2 Wochen wieder gehen könnte, was nicht der Fall sein wird, oder in 3 Monaten, aber ich bin auf jeden Fall wieder frei im Kopf. Und das war für mich vielleicht gar nicht so ein Nachteil jetzt. Ja, also hat dich das Horoskop rausgerettet ein bisschen. Ja, Horoskop. Ja, ich weiß nicht, was die Gerda gemacht hat, aber die Sterne stehen Weltklasse. Also, das hat es gut hingekriegt. Nein, also es gibt natürlich, also wie gesagt, es ist nicht lustig, was da gerade auf der Welt passiert, aber ich finde trotzdem, es muss jeder das Beste für sich aus der Situation rausholen, und für mich war das vielleicht jetzt die Chance, dass ich vielleicht den Kopf wieder ein bisschen freier bekomme. Ja, und hast du ein bisschen so, sozusagen jetzt, der Hund bellt, ja, in Retrospektive ein bisschen denken, woran es gelegen hat, dass halt die Saison nicht so gut gelaufen ist? Oft kommt man ja auch im Nachhinein drauf, dass man sich denkt, wieso habe ich mir da so einen Druck gemacht oder hab mich da so das so beschäftigt? Oder willst du jetzt gar nicht so drüber nachdenken, sondern halt einen Neustart an? Nein, ich habe letztes Jahr eigentlich wirklich gut gespielt und viele Partien richtig bitter verloren. Also wirklich so, ich habe da eine Phase gehabt, wo ich kein Tiebreak gewonnen habe, auch in Kitzbühel gegen Ofe und so gleich 2 verloren. Also gegen einen Jannik auch, gegen einen Sinn. Also, und habe aber gut gespielt und irgendwie ist das halt nicht. Weiß nicht, um was ging es aber in den entscheidenden Phasen, anscheinend habe ich es halt nicht gut genug gespielt. Und dann natürlich denkst du, okay, das Jahr ist vorbei, jetzt greifst du wieder voll an und du spielst ja gut, ne? Du hast gut trainiert, du es haut schon hin alles. Und dann gehst du halt rein und hast erste Partie, spielst dann wirklich für den ersten Satz, also unglaublichen ersten Satz für erste Partie, weil hätte ich mir nicht so erwartet. Und was passiert, ich verliere gleich einen Tiebreak, ne? Also, und dann, weißt du, und dann gleich von Anfang an halt das Gefühl gehabt, okay, es geht wieder so weiter, dann dagegen ankämpfen wollen, halt verkrampft geworden, viel nachdacht und einfach nicht frei gespielt. Ja. Und ich glaube, dass das mehr halt in die Richtung gegangen ist, dass ich mir einfach dann zu viel erwartet habe vom neuen Jahr und gleich mit dem Ergebnis halt angefangen habe und einfach über das zu viel nachdacht habe. Ja. Du, wahrscheinlich. Ja. Okay. Danke für die Offenheit, gell? Es ist oft nicht so einfach, über solche Scheißphasen, Entschuldigung, wenn ich so nenne, zu reden. Außerdem hast du deine Trösterin noch bei dir? Die ist gerade weg, also ich glaube, die Nachbarskatze ist wieder da, also da rennt sie mal weg, aber. Ja, du hast übrigens einen sehr guten Hundegeschmack, gell?
Wir haben ja, danke, du auch. Wie heißt deiner eigentlich? Morticia, ist ein Mädchen. Ja, meine heißt Luna. Wollen wir sie mal herholen vor die Kamera? Bist du mobil mit deinem Handy? Ja, warte mal. Boah. Ui. Warte, ich schau mal, wo sie ist, ob es schon reingegangen ist, weil sobald es am Abend, wo es später wird, will die nicht mehr auf sein. Ich muss jetzt meine Mama rufen, die mir den Hund bringen soll. Da kommt die Mama, jawohl, schau, da ist sie schon. Na, da schau her. Auch eine feine Dame. Warte mal, wo ist meine? Da ist meine. Die Kamera, oder? Wo ist sie? Da ist ja. Luna, schau mal. Da. Ja? Internet nicht. Ich glaube, also sie sieht sie nicht so. Komm mit dem. Komm. Geht's? Das verstehen sie ganz. Nein, ich glaube, sie verstehen sie. Warte, komm her mal. Da, komm her. Komm her da. Komm. Ah, sie will nicht. Sie ist eine kleine Hexe. Das ist der Sturz zu meiner Mama. Der Sturz zu meiner Mama. So, nein, aber das sind halt stur, die Rasse, muss man auch dazu sagen. Nein. Wir haben uns, die Liebe wird nicht wirklich gegengebracht, gell? Also die. Ja, meine liebt mich schon, aber nur wenn sie will. Also das. Dann machst du was besser. Nein, ja, aber weißt du, das ist wie immer so mit den Frauen. Also nur wenn sie wollen, das ist leider zieht sich durch, ne? Was soll ich machen? Ja, da musst du jetzt aufpassen, dass du das letzte Mal schon einen Fauxpas geleistet, wie ich das mitbekommen habe. Also, ja, das war wirklich nur lieb gemeint. Also ich stehe noch einmal dazu, ich sag's noch einmal, aber das war echt nur lieb gemeint. ja, du, ich will dich die gleiche Frage noch vorstellen als wie den Tommy. Ich hoffe für dich, dass du dich natürlich für meine Karten mehr verbessert hast, aber was... Ja, das wollte ich dich auch fragen, was jetzt endlich einmal los ist, weil ich brauche jetzt einmal wieder einen Gegner bei Mario Kart. Ich weiß nicht, ob du der Richtige bist, aber weil gegen einen schwarzen Yoshi besteht keiner, wie wir wissen. Die Bewohnerin hat bis jetzt noch jeden in Grund und Boden gefahren. Ja, ich glaube, du hast ein Rennen hast Glück gehabt, gebe ich zu, ja. ja, du, Luki, danke für die lustigen Gespräche, die wir immer haben. Ich hoffe, du bleibst dem Kasi-Talk natürlich erhalten. Du bist in der Kommentar. Ich meine, jetzt ab nächsten Montag wird es natürlich schwierig, wenn du den ganzen Tag nur trainierst. Aber ich hoffe, dass du den Trainingsplan so legst, dass du ab 18 Uhr mehr Zeit hast, um die Kommentar. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt unterschätze ich ja das auch nicht mehr. Jetzt werde ich mir das Radfahren, werde mir ein bisschen ein Zeitpolster einstreuen, dass ich im Notfall auch wirklich pünktlich bin, weil das heute habe ich einfach unterschätzt, die Distanz, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wäre sehr gefinkelter Gegenwind auch noch. Also das war. Aber ich habe daraus gelernt und natürlich teile ich mir das gerne ein, jeden Tag 18 Uhr. Jawohl, sehr gut. Und übrigens, perfekt. Für alle, die schon zuschauen, es gibt nämlich Neuigkeiten, was den Kasi Talk betrifft. Das ist ab jetzt nur noch ist gut, es ist doch fast jeden Tag, es ist Montag bis Freitag immer um 18 Uhr. Also ich finde, Kasi hat das freie Wochenende ein bisschen verdient. Aber natürlich werden wir alle treu immer weiter. Nein, der einzige Grund, warum es verkürzt hat, ist, wir können ja ganz offen und ehrlich reden, ist, er macht jetzt nur 5 Tage, weil er sieht, dass so junge Burschen wie wir ihm die Show da stellen. Deswegen hat sich gedacht, er verkürzt und dann kann er nicht so viel abgeben, hat er sich gedacht. Also. Ja, jetzt ist es gemein, jetzt ist er nicht mehr drin, er kann sich nicht mal wehren, aber ich Jetzt wird er schon noch sehen, na, keine Sorge. Na, passt. Na, gut, du, Nico. Du, ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, danke, schönen Abend. Viel Spaß noch, alle. Ja. Ja. Viel Spaß noch mit Nico und alle. Ich werde mir jetzt.